Unser tolles Leo IoT-Projekt hat derzeit leider noch nicht genügend Sensorboxen zur Verfügung, um alle Klassen damit auszustatten. Um die Entwicklung des 3D-Modells zu vereinfachen, kommt der Leo IoT-Value Simulator ins Spiel. Der Value Simulator stellt dem 3D-Modell simulierte Werte zur Verfügung, bis die richtigen Sensorboxen für alle Klassen bereit sind. Nun sehen wir hier im 3D-Modell den Raum der 3BHIF. Künftig sollte man hier Auskunft zur Temperatur und anderen Werten bekommen. Hier sieht man die Auswahlmöglichkeiten wie zum Beispiel das Stockwerk und den Sauerstoffgehalt. Das Projekt ist sehr vielversprechend und wird für noch mehr Lernqualität in der HTL Leonding sorgen.